Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal wieder ein Video der Kategorie Create and Antwortet, wobei es ja eigentlich nicht so richtig meine Kategorie ist. Ich habe mal ein Antwortvideo gemacht. Das ist also praktisch die Nummer 2. Eigentlich ist das ja so eine Sache, die der Kane von Comics, Kane Comics und mehr eingeführt hat, was ich immer ganz interessant fand, dass er, wenn andere Comic-Tuber einfach so Fragen gestellt haben, irgendwas die Community gefragt haben, dass er dann ganze Videos dazu gemacht hat, wie er die Sache sieht. Ja, und ich antworte heute Comic School Cinema, dem Marco von Comic School Cinema, der vor einiger Zeit, also ich weiß nicht genau, wann dieses Video online geht, auf jeden Fall wird es nach der Kölner Comic-Messe sein. Und dann wird Markus Video auch schon was älter sein und bestimmt so eins, ich glaube dann in der Woche kam, nee, das kam die Woche davor, also so 2 Wochen alt sein oder so. Auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt, als er dieses Video gemacht hat, ey, da könnte ich ein Antwortvideo zu machen, so ein kurzes, ja, ja, mach das auf jeden Fall. Ja, mache ich das mal. Also worum ging es in Markus Video, was ich euch auch nochmal in der Endcard verlinken werde? Ja, eigentlich ging es einfach darum, dass wie wir dazu stehen, ob wir auch, was wir von Merchandise halten, rund um das Thema Comics eben. Also wie ist da so, also sammeln wir nur Comics, war so der Grundtenor, oder sammeln wir auch so Merchandise? Merchandise kann natürlich zu entweder zu Comics oder zu Comic-Verfilmung. Das können so Kappen sein wie diese hier von Superman. Das können natürlich so Actionfiguren sein. Das können so Sachen sein wie hier zum Beispiel diese Anhänger hier von Thor, von Iron Man habe ich hier einen. Dann oder so ein Flaschenöffner, der auch so hier von Star Trek, also auch übers Comic-Bezogene hinaus, so Merchandise-Artikeln. Ja, wie ihr seht, so ein bisschen was habe ich. Ihr habt mich auch schon mal in so, das können ja auch so T-Shirts sein oder so Karten hier. Ihr habt mich ja auch mal schon mal in so T-Shirts gesehen. Sammel ich das? Nein. Also ich sammle es nicht. Ich sammle tatsächlich in diesem ganzen Bereich hauptsächlich Comics, dann natürlich die Comic-Verfilmungen schon, also MCU oder dann natürlich auch die DC-Filme, wobei ich zum Beispiel Suicide Squad noch nicht habe und noch nicht weiß, ob ich ihn mir hole. Also ich kaufe diese Sachen, sammle ich dann schon oder kaufe sie. Merchandise eigentlich nicht groß. Also früher war es eigentlich so gar nicht so, als Kind, Jugendlicher. Ich habe so die Comics gelesen, ne? Aber ich musste, ab und zu hat man natürlich auch mal irgendeine Figur bekommen oder irgend was dazugehört, klar. Und Figuren habe ich ja sowieso jetzt Masters of the Universe als Kind so die Actionfiguren gehabt, um damit zu spielen. Aber ich habe diese Merchandise-Sachen nicht so stark gesammelt. Das ist eigentlich so erst in den letzten Jahren gekommen. Also ich sag mal so seit, ja, vielleicht 10, 11 Jahren, dass ich da öfter mal gucke. Aber ich sammle es nicht richtig. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich liebe Baseballkappen, es müssen bestimmte Baseballkappen sein, wisst ihr ja. Habe ich ja nicht umsonst so oft an. Sammle ich so ein bisschen zum Beispiel auch. Und da ist es aber so, dass ich zum Beispiel, ich habe ja nur comicbezogen, nur dieses Superman-Cap und dann die graue, die ihr noch kennt, die mit der ich auch immer auf der Kölner Comic-Messe bin, die ihr auch kennt. Klar, wenn ich jetzt so ab und zu werde ich mir mal so auch bei Kappen, bei Caps so eine comicbezogene wahrscheinlich holen, aber wie gesagt, da ist es zum Beispiel so, dass ich dann eher insgesamt Caps sammle, bestimmte Caps oder eine bestimmte Art von Base Caps und da sind es ja dann oft auch Mannschaften, die dann eine Rolle spielen und jetzt nicht so unbedingt Comic bezogen. Und das, was ihr so gesehen habt, klar, habe ich mir das schon mal zum Teil geholt, zum Teil wie dieses natürlich auch von dem Marco zum Beispiel gespendet bekommen. Ich freue mich auch sehr darüber. Aber es ist eben nicht so, dass ich da jetzt groß sammle.
Ne? Das ist so bei mir das Ding. Ihr könnt ja auch noch mal reinschreiben, also die es bei Marco vielleicht noch nicht getan haben oder die überhaupt darauf auf Marcos Video nicht aufmerksam geworden sind, könnt ihr das auch noch mal reinschreiben, wie ihr das so handhabt. Seid ihr auch so die krassen Merchandise-Sammler? Und dann, wenn ja, was? Also ich habe natürlich auch so Tassen und so zum Teil mal von Superman oder Spider-Man. Aber wie gesagt, ich sammle das jetzt nicht so extrem, kauf ab und zu mal. Wie handhabt ihr das? Seid ihr eher auf Comics bezogen, eher auf Filme bezogen, auf beides? Oder kauft ihr auch das alles drumherum? Und wenn, dann sammelt ihr das richtig, was da drumherum ist. Das wäre natürlich auch mal interessant, das nochmal in den Kommentaren zu hören. Ja, auf jeden Fall, lieber Marco, dieses Video war für dich ja im Speziellen als Antwortvideo. Ich hoffe, dass es euch anderen natürlich auch unterhalten hat. Und dann sage ich mal, wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem. Ihr wisst schon, wann ihr das Video sehen werdet. Bis dann. Ciao.